Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau. Aus Frust, Erik wird wieder kriminell. Es ist der Frust über die lange Durststrecke, der Erik, Patrick Heinrich, bei GZSZ in Saras, Susan Sideropoulos, Armetrieb, bzw. seine Gefühle für Leons, Daniel Felo, Frau begünstigte. Ja. Toni, Olivia Marei, ist immer noch in den USA und scheint offensichtlich wirklich nicht viel Herzblut in ein Wiedersehen mit dem Mauerwerk Koch zu investieren. Erinnert ihr euch? Den gemeinsamen Strandurlaub über Weihnachten sagte sie wegen ihrer Arbeit ab. Das hatte zur Folge, dass sich Erik derart in seinen Job stürzte, dass Luis, Marc Weinmann, nach Eriks Zusammenbruch gerade noch verhindern konnte, dass Erik sich quasi zu Tode arbeitet. Klar, dass er die Nähe zu Sarah von Anfang an genoss. Schließlich sind beide nicht nur leidenschaftliche Jogger, sondern sie verbindet eben auch das Leben in einer Fernbeziehung miteinander. Seit Sarah in die WG von Erik, Lilly, Iris Mareike stehen und Sunny, Valentina Pade, Einzug, spielen seine Gefühle verrückt. Er träumt von Sarah, zwar vergewissert er sich immer wieder seinen Gefühlen für Toni, doch dann, ihr habt es bereits in der Serie sehen können, kommt es zu einem sehr unangenehmen Moment.